In einem weit, weit entfernten Land gab es eine Prinzessin mit langen roten Haaren. Diese Prinzessin hatte einen wunderschönen Blumengarten. Vor allem die roten Rosen gaben großes Glück für die Prinzessin. Abends, wenn die Menschen auf dem Lande ins Bett gingen, um einzuschlafen, wollte die Rosenprinzessin ausgehen, ging auf den Balkon des Palastes und klatschte dreimal in die Hände. Als dieses Geräusch zu hören war, kam ein winziger goldener Vogel angeflogen, in die Hand der Rosenprinzessin. Und in diesem Moment wurde das Haar der Prinzessin hell und leuchtete. Der süße Vogel begann zu singen. Und die Prinzessin sang ein Wiegenlied mit ihm, mit samtiger Stimme. Eine gute Nacht. Jeder, der diesen schönen Gesang von der Prinzessin gehört hatte, würde langsam die Augen schließen und schlafe sofort ein. Jetzt geht's ins Bett, ihr lieben Leute. Schöne, gute Nacht. Die Nächte vergingen in Friede und Freude, dank der Rosenprinzessin. Eines Tages kam eine Hexe mit einem spitzen Hut und mürrischer Laune in den Palast der Rosenprinzessin. Auf einem fliegenden Besen. Ich kann das nicht mehr ertragen. Prinzessin, sing nicht mehr. Ich hab die Nase voll. Die stirnrunzelnde Hexe beschloss, einen bösen Zauber über die Prinzessin zu sprechen. Alakalaso, alakalaso. Lass die Rosen verwelken, soll die Rosenprinzessin schweigen. In diesem Moment wurden die Haare der Prinzessin schwarz wie Kohle. Was ist mit meinem Haar los? Es ist komplett schwarz und die Leute müssen doch jetzt schlafen gehen. Die Prinzessin mit dem schwarzen Haar ging wieder hinaus auf den Balkon, um ein Schlaflied für ihr Volk zu singen. Sie klatschte dreimal in ihre Hände. Das goldene Vögelchen flog wieder und landete in ihrer Hand. Das schwarze Haar der Prinzessin glänzte wieder. Obwohl die Prinzessin sich wunderte, was mit ihrem Haar passiert ist, begann sie mit dem Vogel zu singen. Eine gute Nacht. Jeder im Lande fiel in einen tiefen Schlaf. Ich euch alle. Aber anstelle von guten Träumen hatten sie schreckliche Albträume. Es gab sogar Kinder, die weinend aufgewacht sind. Mama! Oh, ich hatte einen sehr beängstigenden Traum. Ich kann nachts gar nicht mehr schlafen. Ich habe so gruselige Träume. Ich auch. Am Abend des nächsten Tages erfuhr die Rosenprinzessin, dass ihre Leute Albträume hatten. Sie ging zurück auf ihren Balkon und rief ihr goldenes Vögelchen. Kleiner Vogel, mein Volk ist müde und sie haben Albträume. Hilf mir, mein Volk zu retten und die Träume vor allem. Lass die Rosen dein Haar zum Lächeln bringen. Tweet, tweet, tweet. Lass die Rosen dein Haar zum Lächeln bringen. Tweet, 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 tweet. Rosen bringen mein Haar zum Lächeln? Mit dem Rat des Vogels füllte die Prinzessin eine große Wanne mit Wasser. Sie legte auch eine Handvoll roter Rosen und Blütenblätter hinein. Das Wasser färbte sich rot. Die Prinzessin tauchte ihr Haar in dieses Wasser. Das Haar wurde ebenfalls rot, genau in diesem Moment. Oh. Die Rose hat mein Haar zum Lächeln gebracht. Der kleine Vogel hat die Wahrheit gesagt. In dieser Nacht, als die Prinzessin ein Wiegenlied sang, schlief jeder im Lande friedlich und hatte schöne Träume. Die Erkenntnis der Hexe
Dass der Zauberspruch, den sie auf die Rose geworfen hatte, nicht funktioniert hatte, machte die Hexe wütend. Und sie verfluchte sie ein weiteres Mal. Alakalasum, Alakalasum. Lass die Rosen verwelken, soll die Rosenprinzessin schweigen. Dann hatte sie alle Rosenknospen auf dem Lande verzaubert und floh. Die Rosenprinzessin war sehr verärgert, als sie sah, dass ihr Haar wieder schwarz wie aus Kohle war. Auf keinen Fall, was geschieht mit mir? Die Prinzessin fragte ihren Assistenten, Rosenblüten zu bringen, um ihr Haar erneut zu färben. Allerdings konnten die Assistenten nichts finden, nicht eine Rose im Garten oder auf dem Land. Was soll ich denn jetzt tun? Kleiner Vogel, sag es mir. Lass die Rosen dein Haar zum Lächeln bringen. Tweet, 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 tweet. Aber es gibt nicht einmal eine Rose im ganzen Land. Warte, warte. Die Rosenprinzessin war so aufgebracht, dass sie laut zu weinen begann. Die Tränen fließen aus ihren Augen und fielen zu Boden. Zu dieser Zeit gab es einen gut aussehenden Mann. Dieser Mann kam vorbei und ging durch den Palastgarten. Als dieser junge Mann die Tränen fallen sah, holte er eine Schachtel aus seiner Tasche und im Inneren befand sich eine dünne rote Haarsträhne. Er ließ die rote Haarsträhne zurück auf die Tränen auf dem Boden. Diese verwandelte sich in eine funkelnde rote Rose. Der hübsche Mann nahm die Rose und ging zur Prinzessin. Die Prinzessin, die traurig war und neben der Badewanne stand, voll mit Wasser, war sehr aufgeregt, als sie den gut aussehenden Mann sah. Ach, du, ich erinnere mich an dich. Ja, ich bin's. Dein Freund aus Kindertagen. Diese ist für dich. Bitte nimm sie an, meine Rosenprinzessin. Die Prinzessin war so glücklich, als sie die rote Rose sah, die der Mann ihr mitgebracht hatte. Unmittelbar danach warf sie die Rose in die Wanne. Dann tauchte sie ihr Haar ins Wasser. Und schließlich wurde der Fluch der Hexe gebrochen. Das kohlschwarze Haar ist wieder rot geworden. Das Glück seiner Tochter machte den König sehr neugierig. Junger Mann, bitte sag mir, wie hast du diese Rose gefunden? Wo es doch keine einzige Rose im ganzen Königreich gab. Diese Rose entstand aus den Tränen unserer Prinzessin und einer Strähne ihres roten Haares, die ich seit unserer Kindheit aufbewahre. Mein König, meine Loyalität steht außer Frage. Das stimmt, Daddy, schau. Ich habe eine Haarsträhne von ihm aufbewahrt, auch in dieser Box seit Jahren. Der König war beeindruckt durch die Loyalität seiner Tochter und des jungen Mannes. So wurde die Rosenprinzessin glücklich. Der junge, hübsche Mann und sie heirateten schon am nächsten Tag. Der Fluch der bösen Hexe wurde durch die Macht der Liebe gebrochen. Die Hexe erkannte, dass sie nie wieder gewinnen konnte und flog in die weite, weite Welt. Oh,